Hallo meine Cooking-Mamas und Daddies, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Roman spielt Handyspiele. Ich weiß nicht, ob man Cooking-Mamas und Daddies auf YouTube sagt. Wir spielen Cooking Mama, ein Spiel, was es damals auf dem Nintendo DS gab, was es jetzt aber irgendwie nicht mehr gibt in neuer Version, und es gibt aber eine App. Ein Geschenk für dich, danke für das Installieren und 50 Cooking Mama Coins. Annehmen. Oh ja. Altersbestätigung, bist du älter als 16 Jahre? Ja, ich bin über 16. Sammel persönlicher Daten erlauben? Nein. Wir müssen auf Start drücken und wir fangen an, Sachen zu kochen. Hallo, ich bin Cooking Mama. Freut mich, ich bin Papa. Ab heute werden wir zusammen tolle Gerichte kochen. Ah, ja, natürlich. Ich zeige dir mal, wie viel Spaß man hier haben kann. Serviere deine eigenen Gerichte in deinem Restaurant und mach es doch größer und schöner. Gehe alle in Paulus Feldfrüchte an und viele Tiere auf und viele Früchte zusammen. Und verpacke dann viel Kaufmann, die nicht mehr erfahren. Sammle Happy Foods und Mützen. Du kannst viele Rezepte spielen. Du kannst sie auch gegen Items und Minispiele tauschen. Spiel, drück auf den Bildschirm. Willkommensangebot. Ach, da wird schon der erste Euro von mir verlangt. 44% Rabatt auf Mamas Rezeptpaket Nummer 1. Da kann ich nicht widerstehen. Oder vielleicht doch. Gehen wir jetzt erstmal was kochen in der Küche, oder? So, was möchte ich kochen? Ich koche das allererste Gericht. Hamburger. Junge, das ist was für mich. Auf Spanisch heißt Hamburger übrigens Hamburguesa. Üben oder machen? Junge, natürlich machen, Alter. Schneide die Zutaten. Führe die Aktion aus. Oh yeah. Oh ja, ich schneide die Zwiebel, boy. Ja. Oh, oh, und jetzt darüber. Oh, Junge, jetzt schäle ich die Zwiebel. Da, guck dir das mal an. Und jetzt schneide ich die Zwiebel. Ist ja fast so wie im echten Leben, Junge. Und alle hopp. Das funktioniert eigentlich ganz geil. Und macht Spaß. Hey, oh, ich mach das ja, ich muss das ja voll zärtlich da mal. Nein, mir sind Zwiebeln daneben gefallen. Oh, sieh dir die Werbung an und erhalte Münzen. Nein. Hat die gerade gesagt, wow, besser als Mama auf Deutsch, Alter? Oh nein, die haben das übersetzt. Die muss sagen, better than Mama. Das als nächstes. Brate es an. Lass es nicht anbrennen. Okay, ich lass es nicht anbrennen. Let's go. Die Zwiebel rein und bewegen. Behutsam bewegen. Aha. Okay. Ja. Bald ist sie ganz durch. Im blauen Bereich. Ja, jetzt ist sie im blauen Bereich. Jetzt ausschalten. Ja. Wow, besser als Mama. Besser als Mama. Mann, warum sagt ihr das nicht auf Englisch? Auf Englisch klingt das viel cooler. Besser als Mama. Zerkleinere das Fleisch. Versuche es perfekt hinzukriegen. Ja, ja, mache ich ja schon. So, Rindfleisch. Achso, man darf auch nicht zu schnell machen. Natürlich nicht. Ja, Mann, gib mir das Hackfleisch, Junge. Geil. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich mache das schon ganz gut. Ich glaube, ich würde selber bei mir auch essen. Ja, das würde ich. Sogar in der Zeit. Ich brauche ja nicht mal... Ja, guck dir das mal an. Also, ich bitte dich. Besser als Mama. Besser als Mama. Das als nächstes. Knete es. Pass auf dein Timing auf. Okay, es geht los. Wir kneten. Einmal runter, einmal runter, einmal zur Seite, einmal nach unten, einmal nach unten. Einmal nach oben, einmal nach oben, einmal nach oben, einmal nach links, ja Mann, so macht das Spaß, so hat das richtig Pfeffer. Ja, 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 ich spiele super gerne Kochspiele. Aha. Und zu guter Letzt noch mal einen Zwirbler reinmachen. Also, falls ihr in meinem Sterne-Restaurant... Falls ihr in meinem Sterne-Restaurant essen wollt, kommt gerne vorbei. Ich bin gut im Kneten. Forme es. Oh ja, das wird auch nice. Ach, wir machen ja einen Hamburgeser, ganz vergessen. So. Pass auf dein Timing auf. Oh yeah, you know what it is. Ich verstehe nicht, warum... Ach so. Oh. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, da ist der Burger schon fertig. Mhm. Mama. Jetzt musst du es nur noch grillen. Alles klar.
Grill das Ding. Okay, dann bewegen wir das mal. Ah ja, jetzt draufdrücken. Okay. Jetzt wieder bewegen, das Teil. Ah, nee, ich muss irgendwie nach vorne. Ach so, jetzt muss ich es ein bisschen... Oh, Junge! Oh nein, ich habe es falsch geschwenkt. Ja, 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 ja. Oh, ja. So, jetzt muss ich hier ein bisschen weiter hoch machen. Alter, voll kompliziert. Und jetzt nochmal... Alle, hopp. Dreh das Ding. Oh, Mann. Ja. Alter, richtig schwer. Okay. Feuer wieder runterstellen. Und jetzt wieder bewegen. So. Ja, wieder den Burger gedreht. Und das war's, ne? Alter, das war ja richtig schwer grad am Ende. Besser als Mama. Ja, besser als Mama. Das tut richtig weh, das zu hören. Ergebnisse. Ey, ich habe den besten Hamburger gekocht, den man eigentlich nur kochen kann. Deine Vorräte sind bereit. Alter, ich habe 20 Burger bekommen. Ich würde gerne noch ein Dessert kochen. Ein Apfeltörtchen. Koch etwas Schönes. Mixe es. Hör, pass auf, dass du nichts verschüttest. Keine Angst, ich verschütte schon nichts. Okay. Und jetzt den Zucker. Alles klar. Wie kann man hier nur etwas verschütten? Das verstehe ich nicht. Und jetzt hier ein wenig drehen. Yeah, Baby, dreh das Ding. Ah, Alter, 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 Alter. So, mit Behutsamkeit muss ich das Ding hier drehen. So, dass das hier mit Schmackes... Ah, wieder zu schnell. Okay, noch ein bisschen. Der Teig wird schon besser. So, eine Hälfte der Zeit gemacht. Was als nächstes? Versuche es perfekt hinzukriegen. Achso, jetzt muss ich das in die Törtchen reinmachen. Okay. Whoop. Whoop. Ich möchte ein dickes Törtchen machen. Ja, Mann. So. Was? Nochmal neu? Oh, nö. Wer will denn so kleine Törtchen essen, wenn man auch riesige Törtchen essen kann? Das ist so leicht. An der Stelle, wo man aufhören muss, hört es einfach auf. Da muss man nur den Finger wegnehmen. Wow, besser als Mama. Weißt du was, Mama? Mir geht das inzwischen auf die Nerven, dass ich besser bin als Mama. So, jetzt mache ich mal was richtig schlecht, Alter. Back es im Ofen. Oh, ich glaube, da kann man die ein bisschen mit mehr Röstaromen zubereiten. Machen wir das Ding mal auf. Und die Törtchen rein. Und das Ding selbstverständlich wieder zu. Einfach auf Play drücken. So, lassen wir mal... Machen die Dinger mal ein bisschen crispy. Oh, yeah. Nächstes Mal, dann sorge ich dafür, dass ich besser bin. Schlag die Sahne. Pass auf, dass du nicht so schüttest. Frische Sahne. Kondens. Hey, Junge, ich mach das nicht mal. Wer macht das denn eigentlich für mich? Ich weiß gar nicht, wo ich bin überhaupt. Ach, pass auf, dass du nicht so schüttest. Ah, ich muss nur das Ding hier machen. Woohoo! Yeah, Baby. Gib mir die Sahne, Junge. Hauptsache, ich habe gerade wie ein Verrückter gemischt. Ist einfach besser als Mama. Ich frage mich, ob unsere Schokodonuts auch immer noch braun sind. Aber die sehen eigentlich wieder gut aus, ne? So, dann lass mal gucken. Ah, wir machen so kleine Törtchen, Junge. Finde ich cool. Was? Ey, ich habe das eine Törtchen nicht so schön hinbekommen. Whoop. Und das dritte Törtchen hinterher. Whoop. Nochmal, komm. So. Drei schöne Törtchen. Komischerweise sind unsere Törtchen wieder weiß geworden. Dabei wollte ich sie eigentlich... Besser als Mama. Besser als Mama. Füge den Belag dazu. Ja, Erdbeeren. Oh, das ist ja schwer. Ich muss da ja einfach nur draufklicken. Was? Ah ja. Okay, verstehe. Ich muss jetzt warten, bis das nächste kommt. Und dann lege ich es drauf. Was soll denn das sein? Da war Platz zum Drauflegen. Hier liegt drauf. Und das hier da drauf. Wow, wir haben echt schöne Törtchen gezaubert. Lecker. Besser als Mama. Ergebnisse. Schöne 88 Punkte. 6 Münzen. Und super viele. Okay, okay, okay. Mir reicht das. Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat mit Cooking Mama. Falls ihr mehr Cooking Mama sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denkt immer daran, seid immer besser als Mama.